Es war definitiv Schwerstarbeit heute, also das auf jeden Fall. Wir haben es erwartet und das war genau das Duell, so wie es irgendwie quasi vorausgesagt war. Und am Ende waren wir die glücklicheren Sieger. Ich glaube, es gab genügend Aluminiumtreffer auf beiden Seiten, aber wir haben dann trotzdem noch zwei Tore gemacht und ich denke auch am Ende verdient dann gewonnen. Jetzt war ein eher sehr ein offener Schlagabtausch, so ein bisschen, wo klar auch das Glück so ein bisschen bei uns auf der Seite war, muss man auch sagen. Aber wir trotz alledem dieses Spiel für uns gewinnen konnten. Und das gibt natürlich ein gutes Gefühl, es gibt ein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, vor allem, weil wir wieder zu Null auch gespielt haben. Und das ist immer ein gutes Gefühl, um auch in ein Halbfinale einzuziehen. Klar war erstmal ein bisschen Durchatmen angesagt, weil das Spiel einfach extrem intensiv war. Man viele Zweikämpfe geführt hat, viel laufen musste, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber gleichzeitig auch natürlich pure Freude. Also man ist hier ins Turnier gestartet, wo eigentlich jeder gedacht hat, dass wir nichts reißen. Und jetzt stehen wir im Halbfinale und das hat sich die Mannschaft unglaublich verdient. Die hat so eine Energie auf dem Platz. Die einfach sehr, sehr cool ist und sehr bewundernswert ist. Gerade ja, nach den letzten Monaten, die vielleicht nicht immer so optimal gelaufen sind. Und das haben wir uns hart erarbeitet. Und deswegen ist es schön, dass wir es bis dahin geschafft haben bisher. Ja, wir haben einen neuen Tanzmove ausprobiert von Sid und Clara. Der lief nicht so dolle, aber Sid und Clara konnten ihn auch noch nicht. Deswegen war das ein bisschen durcheinander, war ein bisschen chaotisch. Haben dann einfach zu Freestyle geskippt. Und dann kamen natürlich die altbewährten Songs wieder raus. Das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass man jedes Spiel gewinnen kann, wenn man einfach 100% gibt. Auch wenn es vielleicht spielerisch nicht immer so läuft, dass man trotzdem einfach vertrauen kann auf den Einsatz, den man jedes Spiel wieder bringt. Ja, wenn man anreist zu so einem Turnier, dann ist das Ziel auf jeden Fall, das Turnier zu gewinnen. Ich glaube, hat uns vor der EM nicht allzu viel zugetraut, sage ich mal. Aber ich glaube, wir haben zur richtigen Zeit gezeigt, was wir können. Aber jetzt ist auch erstmal Fokus auf das Spiel Holland gegen Frankreich. Wer da gewinnt, schon ein bisschen den Feind analysieren, sage ich mal. Und dann wird man sehen, wer es dann im Nachhinein wird.